Howdy Leute, euer Mef Tucker hier und heute ist wieder Xur-Tag. Der Gute steht auf dem Turm. Aber was Wichtiges, bevor wir uns jetzt Xur angucken oder sowas, ihr habt ja da die schon letzte Woche drauf gewartet, die Emblemverlosung, dieses Follow the Light Emblem, das werden wir jetzt eben ziehen und dann gucken wir uns gleich an, was der Gute hat. Ja, so, dann ziehen wir mal eben ganz schnell hier. So, Link ist drin, das. Das hier ist 9, Kommentare haben wir 171 und let's go. Ich drücke euch die Daumen, wer auch immer das gewinnt. Wow! Okay, das ist krass, den kenne ich tatsächlich auch. Ja, heftig. Auf jeden Fall jemand, dem ich es richtig gönne, weil der ist auch von Anfang an dabei gewesen. Die haben damals mit uns auch Destiny zusammengespielt, leider nicht mehr dabei. Junge! Du hast das Ding gewonnen, Alter. Krasse Scheiße. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Und wie immer hier einfach Kommentar hier. Also ihr wisst das ja. Erstmal meine E-Mail ist hier unter der Kanalinfo. So, hier Kanalinfo. Dann habt ihr hier wo ist es hier? Die E-Mail-Adresse. Ja, da bitte einen Screenshot schicken, wo ihr quasi neben dem Video, wenn ihr zum Beispiel hier auf einem Video geht, ja, dann habt ihr ja hier diese drei Punkte. Wenn das euer Kommentar ist, könnt ihr es bearbeiten. Davon bitte einen Screenshot machen, damit ich auch wirklich weiß, dass du das warst. Und ja, erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, dass du dich dann die Tage meldest. Und ich warte immer so, ich gebe den Leuten immer so, ja, ich sag mal 4-5 Tage, weil die Verlosung jetzt auch ein bisschen länger gedauert hat, um sich zu melden. Ansonsten werde ich die Verlosung neu starten. So, dann gehen wir weiter zu Xur. So, nachdem wir die logistischen Sachen erledigt haben, würde ich sagen, gucken wir uns das mal an. Ihr merkt sicherlich so, die Videos sind ein bisschen weniger geworden. Das liegt ganz einfach daran, mit Lightfall ist Buildcrafting, wird überarbeitet. Deswegen habe ich mir überlegt, Builds großartig neue bauen werde ich jetzt nicht mehr. Das Einzige, was ich jetzt machen werde, wahrscheinlich noch die nächsten Tage, euch Exo-Kombinationen vorzustellen, die ihr auch ohne Mods spielen könnt. Ja, also die einfach schon ohne Mods so eine gute Synergie ergeben, dass ihr dafür keine Mods braucht. Die kann man dann natürlich dementsprechend verbessern, wenn das Buildcrafting überarbeitet zurückkommt. Also von daher, es wird jetzt ein bisschen ruhiger werden bis zu Lightfall, aber das ist halt so, ist vielleicht auch mal ganz gut für mich, um so ein bisschen runterzukommen vom letzten Jahr. So, dann gucken wir mal. Wir haben Surus Regime, ein sehr gutes Automatikgewehr für PvP. Hier könnt ihr die Feuerrate ändern und damit auch dann gleichzeitig die Schlagkraft ändern. Also entweder weniger Schlagkraft, dafür mehr Feuerrate oder weniger Feuerrate, dafür mehr Schlagkraft. Ist auf jeden Fall ein solides Ding. Zusätzlich habt ihr noch hier die zweite Hälfte jedes Magazins verursacht Bonusschaden und hat eine Chance, bei einem Kill Gesundheit zu gewähren. Also, das ist dann ähnlich wie bei der Scharlach zum Beispiel, der Perk. Ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Solltet ihr mitnehmen, wenn ihr das noch nicht habt. So, versiegelte Ahamkara-Griffe. Nahkampftreffer laden die ausgerüstete Waffe nach. Verursachter Nahkampfschaden lädt deine aktuell ausgerüstete Waffe nach. Gewährt für 5 Sekunden nach verursachten Nahkampfschaden einen großen Vorteil für den Effektivität in der Luftstat-Wert von allen Waffen. Ja. Wäre, wenn, dann überhaupt ein PvP-Ding, aber auch da glaube ich nicht, dass es wirklich viable ist und dass irgendjemand spielt. Wenn ihr damit schon irgendwas Tolles habt oder sowas oder gebaut habt, ja, auch wenn es für PvE sein sollte, weil es, was weiß ich nicht, was für eine tolle Synergie damit ergibt, ja, also es gibt sicherlich die eine oder andere Waffe, wo sich das lohnen würde, die nachzuladen mit einem Midi, aber hey, ganz ehrlich, meiner Meinung nach, gerade im PvE haben wir da viele, viele andere gute Exos. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr da was habt. Ist übrigens für den Jäger. So, dann haben wir wieder Rückkopplungshindernis. Hier wird Energie gespeichert durch Nahkampftreffer. Und wenn ein Nahkampfangriff trifft, wird der eingehende Schaden reduziert und die Energie in einer vernichtenden Explosion freigesetzt. Auch das haben wir schon sehr, sehr oft in letzter Zeit gehabt. Ist halt auch für PvP ein ganz witziges Dingen. Und kann da ziemlich nerven. Übrigens, Stats haben wir uns gerade gar nicht angeguckt. Für die Amkara-Griffe, da haben wir 18 Belastbarkeit und Stärke. Also zwei Stats im Endeffekt, die wir brauchen, wenn wir das Ganze im PvE nutzen würden. Stärke generell sowieso, weil es halt ein Melee-Exo ist. Die Belastbarkeit, wenn man es jetzt für PvP nehmen würde, könnte man mal wahrscheinlich ein bisschen ignorieren. Aber naja, zumindest haben wir Stärke drauf, also nicht ganz Mist. Hier ist natürlich viel zu viel Mobilität drauf, 5 Titan, 19 Mobilität, braucht kein Mensch, ja, also von daher, das ist hier nicht so toll. Zumindest haben wir ein bisschen Stärke drauf. So, Apotheseschleier, ja, das Exo, wo ich es immer wieder nur sagen kann, ich habe das nie gespielt und ich kann euch auch nicht sagen, was ich damit bauen würde, ja. Es haben mal in den Kommentaren welche geschrieben,
Also so die einen. Nee, ich glaube, der Eddie hat es geschrieben, das ist für PvP, weil genau, stell bei Aktivierung deiner Super sofort Gesundheit, Nahkampfgranaten und Driftenergie wieder her. Klassenfähigkeiten von Verbündeten in der Nähe laden schnell auf. Also ich meine, ich glaube, Eddie meinte mal, also Eddie Shepard, der auch immer mal diese sehr verhassten Kommentare schreibt und sich über Bungie aufregt, aber da hat er tatsächlich zugeschrieben, dass es in Trials wohl ganz gut funktionieren kann mit drei Leuten, weil man so natürlich dann seine Rifts auflädt und dann mit Arkusseele zum Beispiel, dass man die ganze Zeit Arkusseelen hat. Kann sein, kann ich euch leider nicht sagen, weil ich dazu keinen Erfahrungswert habe, aber das könnte ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Ansonsten für PvE oder sowas, nein. So, dann haben wir hier eine düstere Versprechen mit Selbstladerhalter und Haudegen. Prall geschossen. Naja, auch da gibt es Besseres. Dann haben wir hier Rasterspringer mit mörderischer Wind, Raserei, Großkalibergeschosse. Range Masterwork, Kleinkaliber. Ja, für PvP definitiv ein guter Roll. Und auch für PvE ist nicht allzu schlecht. Gibt Schlechteres. Also gerade mit Raserei, Großkalibergeschosse ist sehr geil für PvP. Ein Range Masterwork, ja, für nochmal passiv ein bisschen mehr Aim Assist. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Ding. Könnt ihr mitnehmen. Ist ein dezenter Roll. So, dann haben wir die Todesotter. Nee, die hat hier aber leider nicht so. Die ist da leider nicht so gut. Nee. Dann haben wir eine siebte Seraph-Pumpe hier mit Warpel, Selbstladehalter. Nee, das braucht auch keiner. Eine Fraktetist mit im Rutschen, was cool ist. Aber Röhrenlauf. Ja, weiß ich gar nicht, ob das, ob man das. Also, Röhrenlauf kann ich gar nichts zu sagen für PvP. Also, im Rutschen ist halt gut, auf jeden Fall. Angriffsmagazin ist jetzt auch nicht der schlechteste Perk in dem Slot, muss man auch sagen. Ja, ich sag mal, Kleinkaliber ist auch nicht. Ich glaube, die ist gar nicht mal so verkehrt. Ich weiß nur nicht, Röhrenlauf. Da müssen wir unsere PvPler in den Kommentaren schreiben, wie sich damit verhält. Habe ich neben PvP gespielt. Aber so der Rest ist okay eigentlich. Ja, Handhabungsmeisterwerk auch noch. Ja, also ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so Mist. Aber will ich mit Vorsicht walten lassen. So, Code Duello. Ein eigentlich ganz guter Raketenwerfer. Ja, hier haben wir auf alles gefasst. Ist gut. Wir haben Einschlagsgehäuse. Ist gut. Aber Clusterbombe. Ja, da gibt es auf jeden Fall Besseres. Aber generell habt ihr noch keinen Solarraketenwerfer, wäre der jetzt erstmal gar nicht so kacke. Ja? Also ihr könntet den unter Umständen mitnehmen. Und Vereister Orbit mit Überschuss und Dreschen, das braucht auch keiner. So, dann gucken wir mal bei den Rüstungen. Nein. Oh ja, hier. Nicht allzu schlecht. Zwar 12 Mobi drauf, was ein bisschen blöd ist, aber 20 Belastbarkeit und 22 Disziplin ist auch nicht so verkehrt. Ja, die sind okay, aber jetzt auch nichts Besonderes. Und ja, hier nochmal das Gleiche. Auch nochmal Stiefel. Also das ist ja hier irgendwie wie abgesprochen. Die haben 12 Mobi, die haben 12 Mobi. 20, 22 ist einfach der gleiche Wall. Ist einfach der gleiche Wall. Ja, also die sind beide okay. Wie gesagt, Mobi ist ein bisschen störend, aber wenn ihr sonst andere Rüstungsteile habt, wo ihr keine Mobi drauf habt, dann passt das mit diesen 12. So, dann haben wir hier eine Falkenmond mit Schnappschuss. Das braucht er auch nicht. Und eine Erzählung eines Toten mit Gesetzloser. Das braucht ihr auch nicht. So, dann gucken wir uns noch mal ganz kurz an, was wir auf dem Warlock und auf dem Jäger für Rüstungen haben. Also das ist ja echt zwei Rüstungen mit jeweils den gleichen Stat-Werten. Das ist ja witzig. So, Warlock haben wir hier. Wo haben wir den Xur? Hier. So, da haben wir 61. Wir haben 18 Belastbarkeit, 14 Disziplin. 61 gesamt ist jetzt nicht so toll, 59 und wieder so viel Mobi. Warum bekommt der Warlock in letzter Zeit bei Xur immer Rüstung mit so viel Mobi? Ich verstehe es nicht. Dann aber hier, das ist gut. Der Helm ist wirklich gut, ja. 20 Belastbarkeit, 11 Disziplin, 17 Stärke. Wenn ihr eine Melee-Build baut, ja, oder ein Ability-Spam-Build, da haben wir Disziplin-Stärke für unsere Fähigkeiten und Belastbarkeit für die Schadensresistenz. Ist auf jeden Fall sehr gut, der Helm. Und dann haben wir hier auch nochmal so ein Mittelding, 62, aber Belastbarkeit, Erholung, Disziplin, ja, ist okay, ist jetzt aber nicht so das krasse Ding. So, dann gucken wir mal eben auf den Jäger, was der hat. Ja, die Ladezeiten sind hier wieder grandios. So, Handschuhe haben wir hier mit Belastbarkeit, Erholung, Disziplin, Intellekt, also based auf Erholung, Stärke und Belastbarkeit. Ja, nicht so schlecht, aber ist halt leider gar keine Mobi drauf, was natürlich auf dem Jäger dann wieder nicht so toll ist. Dann haben wir hier Erholung, Disziplin, 60er Gesamtwert, nein. 58er Gesamtwert, nein.
Und hier 61, 29 Erholungen und 20 Disziplinen. Könnte was für PvP sein. Für den einen oder anderen, um vielleicht Stats auszugleichen. Ist vielleicht nicht allzu verkehrt hier. Ja, Leute, das war's wieder. Wir sind durch. Wie gesagt, Videos sind jetzt ein bisschen weniger geworden. Liegt aber auch daran, dass ich mich in so ein bisschen in die Bildbearbeitung reingearbeitet habe, dass die Thumbnails mal ein bisschen besser aussehen demnächst. Und ja, gucken wir dann mal wegen diesen Exo-Kombinationen, was wir da machen. Ansonsten denkt dran, Lightfall-Vorbereitungsvideo habe ich vor ein paar Wochen rausgebracht, dass ihr euch für Lightfall dementsprechend vorbereitet. Ja, so, Emblemverlosung haben wir gemacht. Check, das haben wir. Jo, alles klar, Leute. Das war's von mir. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, guten Loot und bis zum nächsten Mal. Ciao.